Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier Track 01 mit seinem AMX 1357. Ja, dieser Panzer ist sehr neu, den gibt es nur für kurze Zeit und ist anlässlich der Wargaming League. Deswegen auch diese Beschriftung da oben. Ich habe ihn selber auch schon, muss aber leider gestehen, noch keine Runde gespielt. Und ja, bevor ich mich da schwer tue und ich tolle Streetplay eingeschickt bekomme, zeige ich euch lieber das. Es ist ein Autoloader, hat ein paar Schüsse im Magazin, die allerdings nicht so viel Schaden machen. Aufgrund natürlich der Projektilgröße, so kann man es glaube ich ganz gut sagen. Aber die ELC-Reihe ist natürlich ein flinkes Ding. Und das Schöne ist, er schaut sich den Panzer selber gerade sehr, sehr stark an. Das bin nicht ich. Also er zeigt uns den in jeder seiner Facetten und in seiner Form. Und jetzt schauen wir mal, was er hier auch noch reißen kann damit. Sehr schöner erster Hit. Der zweite nicht. Oh, jetzt ist er schon offen. Muss aufpassen. Aber die Stelle ist ganz gut, die kann man sich merken. Und man hat aber gesehen, ein Treffer hat in dem Fall nur 90 Schaden gemacht. Also die Schüsse selber machen nicht so viel. Die hauen nicht so rein. Aber dafür ist es eben ein schneller, schnell schießender. Und auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Die Gegner schreiben auch schon AMX 1375 neuer Panzer. Also man sieht, zu dem Zeitpunkt war er noch komplett neu und unerfahren. Und er schreibt sogar, das ist sein erstes Gefecht. Also umso schöner, wenn das auch noch dann gut wird. ...0:2 für den Gegner. Wo sind sie denn? Müssten doch da drüben mal auftauchen. So, mal schauen, was er jetzt hier vorhat. Scheinbar fährt er jetzt ein bisschen spotten, hat zumindest da mal hingepinkt. So. Erstmal hier das Gerüst wegreißen. Der LKW war auch im Weg. So. Häuser stören ihn auch. Zäune findet er auch nicht geil. Ah. Aber die Schiene lässt er, beziehungsweise die Stromtrasse lässt er da. Also da hat er scheinbar keinen so großen Groll. So, jetzt kann er hier an die Seite gleich von dem IS-3 wirken. Hat jetzt geschossen. Und zack, Schuss, Schuss. Also man hat eine sehr, sehr schnelle... Also man hat keine große Ladezeit oder beziehungsweise keine Überbrückungszeit in dem zwischen den Schüssen. Also die kommen alle recht schnell nacheinander. Aber 890 HP, da muss man natürlich auch ein bisschen haushalten. So, zack. Also man sieht, er schießt brutal schnell. Und wenn man mal so ein bisschen was durchklippt, dann kommt da schon einiges rum. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Durchschlagskraft 143 mit Normal und mit Premium 195. Jetzt auch nicht so unglaublich viel für einen Tier 7er. Natürlich hier mit dem 8er Matchmaking, da funktioniert das ganz ordentlich. Und der ist natürlich ein dankbarer Gegner. So. Und er klippt ihn komplett raus. Wahnsinn. Das ging schnell. So, der IS, der schaut natürlich böse auf ihn. Also da muss man aufpassen, weil Panzerung hat er natürlich keine. So. Jetzt hat er aber hier den anderen... Oh, jetzt prallt er am Heck ab. Jetzt ein bisschen länger. So, und jetzt wieder zurück. Sehr gut gemacht. Schade, ein Schuss noch mehr und es wäre auch hier der Kill gewesen.
So, jetzt nimmt er den längeren Weg. Oh, da ist ein AT offen. Noch ein Stück vor. Ah, da kommt er nicht drauf. Ganz knapp. So, was ist denn da, der VK? Mit Auto-Aim. Erster, zweiter, dritter. Aber man muss halt aufpassen, man sieht, einen Hit bekommt man ganz gerne schnell, weil man will ja doch auch ein bisschen was von seinem Magazin durchbekommen. Jetzt ist, fehlt hier der 34-85 irgendwo unten rum noch. Jetzt lade er mittlerweile auf Premium um. Steht 8-8, ist ein guter Zeitpunkt dafür, weil jetzt sollte doch dann jeder Schuss sitzen. Sind auch so gesehen drei Artis am Start. Also von dem her gar nicht mehr so viele Panzer, die an die Front fahren können. So, da hinten ist der T-34-85 wieder offen. Jetzt entscheidet er sich scheinbar doch um, noch auf den zu gehen. Die AT wiederum hat den VK von seinem Team rausgenommen. Jetzt muss er auf... Oh, der Rheinmetall, ja, da macht er kurz einen Prozess. Mal schnell einfach 700 HP weggezogen. Aber klar, wenn nicht mit einem 6er Medium, mit wem denn dann? Die AT sind jetzt ganz gut verteidigt von dem AT-15. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt Richtung Gegner-ATs fahren und sich die holen. Eine nach der anderen. Dann KV-2 jetzt auch noch offen. Rheinmetall war auch noch gar nicht zu sehen. Also von dem her, der könnte noch spannend sein, wo der denn sitzt. So, jetzt ist er gleich oben. Da müsste zumindest den GW Panther, glaube ich, war es, hier gleich antreffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der nochmal so weit wegbewegt hat von dieser Stelle. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ah. Oh. So, den ersten. Jetzt muss er nachladen, aber direkt mal zwei Artis rausgenommen. Noch die Arti hat geschossen, aber er konnte sich so bewegen, dass das passt. Aktuell 4 Kills. Also für den ersten Kampf muss man sagen, nicht schlecht gemacht. Wo ist denn die andere Arti? Hier ist sie nicht. Ich hätte jetzt auch mir vorgestellt, dass sie da hinter dem Busch sein könnte. Aber auch der Rheinmetall ist hier noch irgendwo. Da ist schon mal die... Oh, war das knapp. Ja, Gott, Heidewitzka. Und bevor sie ihn rammen konnte, was bestimmt doof geendet wäre, hat er sie noch wegschießen können. Also, sau gut, sau knapp. Alter Schwede. So, der Rheinmetall weiß natürlich auch jetzt, wo er ist. Deswegen ist er ganz gut bedient, da jetzt nicht da oben an den Schienen lang zu fahren, sondern hier unten vielleicht den Weg zu nehmen. Weil der wird irgendwo auf der Einsatzzweierlinie sein. Jetzt ist nur noch die Frage, kriegt er seinen Krieger oder nicht? Am Spielausgang des Sieges, glaube ich, daran ist, ja, das ist, glaube ich, durch. So, wo sind sie? Wo ist er? Mein Lieber, wo ist er? Aha. Dass ich hier noch nicht aufgehe. Also ich hätte jetzt schon erwartet, dass er eigentlich schon gespottet sein müsste. Bisschen kurios sogar. Ja, mal ein Gucker in die Mitte schadet nicht. Aber auch hier ist nichts zu sehen. Sieben Schuss in seinem 8-Schuss-Magazin hat er noch drin. So,
So, er rumpelt hier mal runter. Bin ich gespannt, wo er ihn vermutet, weil ich ganz ehrlich will gestehen, hätte jetzt gar keinen Plan, aber also tendenziell natürlich irgendwo in der Mitte könnte es schon gut sein. Da ist er. Doch, da oben. Was hat er noch? Oh, nach 850. Der AT 792. Also von dem her wird sich der AT freuen, wenn jetzt hier der AMX wieder ihm hilft. So. Also der Rheinmetall nimmt den AT mit dem nächsten Schuss raus, sobald, sofern er denn auch dann durchkommt und trifft. Der AT schafft das nicht. Ja, wie ich es gesagt habe. Aber das Glück für ihn ist, dass er sich hiermit jetzt den Krieger holen kann. Er ist aber halt auch ein One-Shot, also von dem her muss er ein bisschen aufpassen. Er fährt aber gerade weg. Man hat den Turm gerade in die Richtung gesehen. Erster Hit, zweiter. Weiter. Ah, er verschießt, Gott sei Dank. Und nimmt ihn raus. 6 Kills, macht den Krieger klar in seinem allerersten Gefecht. Über 3000 Schaden. Da muss man sagen, hat sich sehr, sehr nice gespielt, sehr gut angesehen. Also mir hat es gefallen. Vielen Dank für das Replay und ich hoffe euch auch. Und dementsprechend könnt ihr euch überlegen, ob der Panzer was für euch ist oder nicht. Bis bald, euer Alcaramba.